Hi, ich bin Rudolf. Ich bin Jonas. Und zusammen mit Jörn haben wir die Recyclingfabrik gegründet. Der 3D-Druckmarkt ist stark am Wachsen und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kunststoffe aus dem 3D-Druckbereich einzusammeln über kostenlose Versandlabel, die man noch über unsere Homepage bekommt. Das verwerten wir dann wieder zu neuem Granulat und fertigen dann letzten Endes neues Filament daraus, was wir im 3D-Druck benutzen können. Ja, wir haben angefangen mit PLA, dem weit verbreitetsten Kunststoff im 3D-Druck. Und unsere Vision ist es, unseren Kreislauf, den wir geschlossen haben, auf möglichst viele Kunststoffe im 3D-Druck auszuweiten und so den gesamten 3D-Druck nachhaltig zu machen. Wir haben Kooperationspartner aus verschiedenen Bereichen, aus Schulen, aus Universitäten, aber auch aus der Wirtschaft. Und wir können uns verschiedene Zusammenarbeitsbereiche vorstellen. Das Wichtigste ist uns einfach, dass man einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft und zur Nachhaltigkeit leisten will. Braunschweig als Startstandort hat sich für uns als sehr, sehr gut herausgestellt. Hier gibt es eine ganze Vielfalt an Acceleratoren, die einen in der Wachstumsphase und in der Startphase von so einem Startup unterstützen. Genau, ansonsten hat uns der Austausch mit den anderen Startups, gerade auch zur Uninähe oder des Technologieparks, wo wir angefangen haben, sehr weitergeholfen, um uns nochmal andere Sichtweisen auch aufzuzeigen, wo wir sonst von alleine vielleicht nicht drauf gekommen wären.